So, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blackguards. Wir sind zurück. Es ist anderthalb Wochen her, dass ich aufgenommen habe, was bedeutet, dass ich nichts mehr kann, aber ist nicht schlimm, war vorher auch nicht anders. Gleich zu Beginn der Folge möchte ich sagen, dass wir in dieser Folge nur skillen. Wir werden in dieser Folge nur unsere Charaktere hier aufbauen und vielleicht ein bisschen quatschen. Ja, ich werde ein bisschen was erzählen und vielleicht ein bisschen ausrüsten. Vom Gameplay her, von der Geschichte her und Kämpfe und so weiter geht es erst in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, aber das möchte ich so machen, damit die Leute, die wirklich keinen Bock auf das Geskille haben, dass die einfach weitergehen können. So. Als nächstes. Einen ganz, ganz lieben Gruß und ganz, ganz fettes Dankeschön an den guten Lemmy von Das Rockt. Der hat mir nämlich Kommentare geschrieben, die mir wirklich weitergeholfen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Der gute Lemmy hat einen eigenen Let's Play-Kanal. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung. Schaut da mal vorbei. Ist echt ein schöner Kanal. Ich habe ihn selbst abonniert, also ist super. Der spielt auch zurzeit Blackguards und er spielt keinen Jäger, sondern einen Krieger. Und der gute Lemmy kennt sich im Universum von Das Schwarze Auge wirklich gut aus. Das heißt, ist echt sehenswert. Schaut da mal vorbei. Gut. Ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben, wie wir unsere Charaktere denn skillen wollen. Das war auch ein Tipp von unserem guten Lemmy. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Gut, dann gehe ich mal so auf Breezer. Dann wollen wir mal gucken. Als allererstes das Waffentalent auf Maximum. Auf 18. Das mache ich mal als allererstes. Einfach, dass das gemaxt ist. So. Noch eine Kleinigkeit wollte ich sagen. Ich finde es mega geil, wenn ihr mir Kommentare da lasst. Ich finde es mega geil, wenn ihr mir Tipps da lasst. Wenn ihr vielleicht aus eigenen Erfahrungen von dem Spiel was da lasst. Bloß bitte, 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 bitte nicht spoilern. Ja, ist ganz wichtig, weil ich möchte wirklich jeden Kommentar lesen. Ich möchte alles mir durchgucken und wenn dann ein Spoiler drin ist, das ist so schade, das ist echt traurig. Ich möchte nicht wissen, was mit meinen Charakteren passiert. Ich möchte nicht wissen, was mit der Geschichte passiert. Ich möchte nicht wissen, welche neuen Leute ich dazu bekomme in mein Team. Das will ich im Spiel erleben, okay? Das nur mal ganz kurz angemerkt, also pst, ja? Das wäre traumhaft, wenn ihr das unterlassen würdet, falls ihr das gemacht habt. So, als nächstes. Ich habe mir für Breezer zwei Talente überlegt. Die Selbstbeherrschung würde ich gern bei ihr erstmal maxen und Sinnesschärfe. Gut. Dann, man kann hier unten nachlesen, was das ist. Das mache ich jetzt mal kurz. Die Fähigkeit, Sinneseindrücke schnell zu verarbeiten. Mit diesem Talent können unsichtbare Objekte wie Fallen schneller entdeckt werden. Und das möchte ich für Breezer doch ein bisschen hochpushen. Und die Selbstbeherrschung ebenfalls. Kämpfer mit einem hohen Selbstbeherrschung lassen sich seltener von den schmerzhaften Auswirkungen einer Wunde oder den negativen Folgen eines Zaubers beeinflussen. Finde ich beides ganz cool für Breezer. Machen wir auch. Das soll auch gelevelt werden. Und hier oben haben wir die Eigenschaften, die dafür benötigt werden. Also für die Selbstbeherrschung brauchen wir Mut, Konstitution und Körperkraft. Und für die Sinnesschärfe, Klugheit, Intuition, Fingerfertigkeit. Ist ein bisschen blöd, dass sich die Eigenschaften nicht überschneiden. Aber mir ist das bewusst. Aber ich möchte die beiden echt gern bei Breezer leveln. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Grundwerte. Wir haben zum Beispiel bei Mut 12. Wir haben bei der, wo ist sie denn? Klugheit haben wir 10. Bei der Konstitution haben wir 11. Bei der Intuition haben wir 13. Das ist alles schon gut hoch. Ich würde aber vorschlagen, wir hauen jetzt die Klugheit noch auf 11. Nee, Moment. Wir machen das anders. Ich gehe erstmal auf die Talente. Ja, ja, ist okay. Ich gehe erstmal auf die Talente. Und zwar die Selbstbeherrschung. 60. 60, also 6, 6. 60 AP für weiter. Machen wir mal beide auf 7. So, und jetzt würde ich gerne die Selbstbeherrschung als erstes auf 10 machen. Ich glaube, das lassen wir mal so. Dann gehen wir zurück zu den Grundwerten. Hier können wir nichts mehr ausgeben, außer auf die Lebenspunkte. Und die restlichen schmeiße ich jetzt, also den restlichen, ja, reicht nur noch für einen. Schmeiße ich jetzt mal auf die Lebenspunkte. Damit sind wir mit Breezer auch schon durch, auch schon fertig.
So, dann gehen wir weiter zu Naurim. Da habe ich mir auch was aufgeschrieben. So. Genau, bei Naurim, genauso möchte ich erstmal die Waffentalente auf Hiebwaffen, ist klar. Unser Nahkämpfer, unser Zwerg bleibt bei seinen Hiebwaffen. Vielleicht später noch zweihändig, da müssen wir mal gucken. Jetzt erstmal möchte ich das hier maxen. Das kostet wirklich eine Menge, aber das ist mir jetzt ganz egal. Das mache ich jetzt trotzdem. Ja, das mache ich. Gut, dann die Talente. Ich habe mir für Naurim auch schon zwei rausgesucht, und zwar Kriegskunst und die Körperbeherrschung. Können wir auch mal kurz lesen. Helden mit einem hohen Körperbeherrschungswert werden seltener Opfer von Niederwerfenattacken. Und Naurim ist mir in den letzten Folgen immer ein bisschen zu oft hingefallen. Nein, ich will nie weiter. Ist mir immer ein bisschen zu oft hingefallen, deswegen möchte ich das ein bisschen leveln. Und die Kriegskunst würde ich bei ihm gern auch hochpushen. Beschreibt die taktischen Fähigkeiten eines Kämpfers. Mit einem hohen Kriegskunstwert erhält der Held Informationen über die Stärken und Schwächen humanoider Gegner. Gefährliche Gegner erfordern einen höheren Kriegskunstwert, um sie einschätzen zu können. Oder um sie einzuschätzen. Je höher der Talentlevel, desto mehr Informationen werden angezeigt. Finde ich ganz geil, als Nahkämpfer seine Gegner einschätzen zu können. Deswegen würde ich sagen, wir hauen das jetzt auch mal auf 8. Dann haben wir die beiden auf 8. Dann sind das die beiden, die wir leveln wollen. Wobei, wartet mal, ich mache jetzt erstmal 5. Oder? Ich mache jetzt erstmal 4. Ich mache jetzt erstmal 4, dann gehe ich wieder auf die Grundwerte. Hier hat er 6. Als Nahkämpfer sollte er vielleicht ein bisschen mehr Leben haben. Genau, das mache ich auch. Gut. Dann sind wir da auch durch. Dann gehen wir mal zu Surbaran. Geht euch mal weiter. So. Surbaran. Bei ihm ist natürlich, da müssen wir erstmal auf die Zauber achten. Ich würde ihn schon gern als Supporter und Heiler haben. Zumindest anfangs jetzt mal. Aber er braucht natürlich auch eine Waffe, mit der er angreifen kann. Und dieser Flammenstrahl, den finde ich eigentlich ganz geil. Der ist auch schon auf Stufe 8. Als nächstes bringt mir das erst was bei 13. Oder? Nee, 12. Ja, genau. 4, 8, 12, alles klar. Ab 12 bringt es mir erst wieder. Kommen wir denn auf 12? Ja, dann würde ich das jetzt gerne mal auf 12 skillen. Entschuldigung, musste ich kurz husten. Und das Ding hier finde ich halt auch echt geil für ihn. Ich mache das jetzt mal erstmal. So, Talente. Wäre für ihn eigentlich nur... Was habe ich denn für ihn da rausgesucht? Hier gar nichts. Nur Zauber habe ich für ihn jetzt erstmal rausgesucht, weil er ist ja ein Magier. Das heißt, das Waffentalent hier hoch zu skillen, weiß ich nicht, ob das was bringt. Glaube ich nicht, weil mit ihm nutzen wir eh nur Magie. In dem Sinne. Er ist auch ziemlich auf Parade ausgerichtet, was ich gar nicht so schlecht finde. Mit dem Stab greifen wir eigentlich kaum mehr. Ich ziehe das jetzt mal vollkommen auf Parade, da wir mit ihm kaum angreifen werden mit dem Stab, sondern nur zaubern. Kann natürlich auch blöd ausgehen, wenn wir keinen Mana mehr haben, aber ich gehe das Risiko mal ein. So, der Flammstrahl auf 12, das finde ich ganz gut. Balsam oder Armatrutz, das finde ich ganz geil, weil unseren Nahkämpfer ein bisschen mit einem Schild auszurüsten, kriegen wir das auch noch auf 12? Ja, das kriegen wir auch noch auf 12, sehr gut. Und dann würde ich sagen, den Rest... die Heilung? Geben wir ihm mal eine noch auf Heilung. Also auf Balsam. Dann auf die Grundwerte vielleicht ihm noch ein bisschen mehr Leben geben. Oder Astralpunkte hat er auch 5. Magieresistenz. Finde ich jetzt am Anfang nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob wir so vielen Magiern begegnen. Ich gehe mal jetzt auf die Astralpunkte, dass er da ein bisschen mehr bekommt. Gut, dann sind wir mit Surbaran eigentlich auch schon durch. Als letztes haben wir natürlich noch Niam. Da möchte ich auch die Waffentalente maxen und sie kriegt auch den Bogen gemaxt. Das kriegen wir gar nicht hin.
Okay, ich möchte aber jetzt noch ein bisschen was anders leveln. Das heißt, 14 lasse ich jetzt mal bei ihr. Dann gehe ich mal zu Sonderfertigkeiten. Sie kann. Ach nee, Sonderfertigkeiten brauche ich gar nicht. Ich brauche Zauber. Sie hat nämlich auch magische Fähigkeiten, die gute Niamh. Und sie würde ich auch gern als Supporter nehmen. Vielleicht kann ich ihr später Heilkunde und sowas beibringen. Dann würden wir ihn gar nicht mehr weiter leveln. Hier. Genau das mache ich auch. Ich lasse jetzt seine Werte hier erstmal so. Also, das möchte ich noch maxen. Den Flammenstrahl möchte ich maxen. Und dann kann ich ihn entweder zum Kämpfer machen oder eben zum Heiler Supporter. Aber ich würde gern sie noch zum Heiler nebenbei machen. Weil sie hat bis jetzt nur Support-Zauber. Genau, das war hier. Blitzgeschwind. Verleiht dem Ziel überirdische Geschwindigkeit. Das finde ich ganz cool. Und Meisterschuss. Falkenauge. Falkenauge Meisterschuss. Was war das? Erleichtert die nächste Fernkampfattacke des Ziels. Und da wir zwei Fernkämpfer haben, würde ich das auch gern hochpushen. Wie sieht es denn bei ihren Grundwerten aus? Sonderfertigkeiten? Zauber. Nur ganz kurz, da brauchen wir auch Intuition, Fingerfertigkeit und Gewandtheit. Intuition 12, Fingerfertigkeit 14 und Gewandtheit 13. Also alles ziemlich hoch. Für den Anfang zumindest jetzt. Finde ich ganz geil. Okay. Gut, dann pushen wir das mal hoch. Einfach nur, dass unsere. Oh, das kann ich aber richtig. Das kostet nicht mal viel. Das würde ich gern maxen. Machen wir mal. Nee, Moment. Wir machen das anders. Machen das jetzt mal so. Machen wir das auf 9, auf 10. Den Rest hebe ich mir mal auf und gehe auf Grundwerte. Ich würde nämlich ihre Astralpunkte gern hochpushen. Dass das auch ein bisschen was bringt hier, weil sie hat extrem wenig. 32. Das ist nicht ganz so viel. Würde ich gern ein bisschen hoch und einmal Lebenspunkte noch. So können wir das lassen. Vorerst zumindest. Jetzt haben wir zumindest mal für jeden so ein bisschen Plan, was wir ja vorher nicht hatten. Das habe ich jetzt mal ein bisschen ausgearbeitet. Ich hoffe, meine Pläne sind nicht allzu dumm für unsere Charaktere. Jetzt wollte ich nur noch mal ganz kurz gucken. Naurim. Genau, bei Waffentalente. Wir haben jetzt hier mit Naurim gemaxt, aber voll auf Attacke. Also man kann hier diesen Regler schieben zwischen Attacke und Parade. Und ich habe mir da jetzt ein bisschen was abgeguckt bei unserem guten, das rockt. Also bei unserem guten Lemmy. Der macht das so. Der macht das so ein Viertel, Dreiviertel, ein Viertel, Dreiviertel. Und das finde ich eigentlich ganz gut, oder? So 10 auf Attacke und 8 auf Parade. Für Nahkämpfer ist das auf jeden Fall gut und ich kopiere mir das jetzt einfach. Das klaue ich dir jetzt. Das ist mir jetzt sowas von egal. Bei Bögen, Fernkampfwaffen ist das sowieso vorbei. Gut, Hiebwaffen, sie benutzt ja Hiebwaffen eigentlich nie. Ich benutze ja mit ihr eigentlich nie die Hiebwaffen. Ich würde auch, wenn wir ihr noch eine Nahkampfwaffe geben sollten, weil ich das eigentlich ganz geil finde, wenn unsere Brisa vielleicht sie als, also Niamh als Magierin und Fernkämpferin, Magier so ein bisschen supportmäßig, vielleicht Heiler, das wäre so mein Ziel. Er als Zauberer, Kämpfer, reiner Magier zum Kämpfen und halt diesen einen Schutzzauber, den er noch hat. Naurim, Nahkämpfer, voll und ganz und unsere gute Brisa, beides. Ich würde sie auch gern als Nahkämpfer. Aber jetzt am Anfang muss ich sagen, erstmal Fernkämpfer, vielleicht später noch mit Schwert. Dolche habe ich abgeschworen, weil mir eben der gute Lemmy auch geschrieben hat, dass Dolche eher schlecht sind. Vielleicht Fechtwaffe, Schwert, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht sogar ein Zweihandschwert. Warum nicht? Können wir das auch leveln? Kostet ja nicht viel. Ich habe ein bisschen Bock drauf, sowas zu machen. Schauen wir mal, was wir machen. So. Dann sind wir soweit erstmal durch. Können wir speichern? Ja, bei ihm passt's auch soweit. Zweihandhiebwaffen hat er ja jetzt noch nicht.
Aber können wir vorsichtshalber auch gleich mal so machen. So. Dann können wir noch mal kurz in die Ausrüstung, ins Inventar reingucken, ob das noch alles in Ordnung ist. Ich gehe erstmal auf Breeza. Hier hat sie Bogen mit Pfeile. Die könnten wir gleich mal aufrüsten. Haben wir noch Pfeile? Ja, Jagdpfeile, ganz normale. Füll auf, 99 Stück. Pfeile mit den... Was sind das für Pfeile? Sind das die Brandpfeile? Ne, Kriegspfeile. Hier haben wir Brandpfeile, 3 Stück. Den Speer nehme ich jetzt mal ab. Den benutzen wir sowieso nicht. Dann kriegt sie hier eben den Bogen mit Brandpfeilen noch rein. Alle 3. Gut. Von der Kapuze, Bolzenfalle. Genau, mit Niam habe ich mir auch überlegt, können wir noch... Genau, das zeige ich euch noch. Ganz kurz, das habe ich jetzt vergessen. Mit Niam können wir zwar, wenn das klappt mit der Magierin, fände ich das richtig, richtig cool. Es gibt nur ein Talent, das ich mit ihr vielleicht auch ausbauen möchte, und zwar ist das Fallen. Das finde ich ganz interessant, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das machen. Da muss ich noch gucken. Cooler fände ich es, wenn sie halt so unsere Heilerin auch wird. Vor allem, dass sie sich ja mit Kräutern ganz gut auskennt. So. Den Speer brauchen wir eigentlich nicht mehr. Knochen, Quest-Item. Das Wo. So, Anax. Gifte. Das große Buch der Beschwörung. Neuauflage. Okay. Okay. Das war ein Zauber, genau. Den haben wir, glaube ich, Suberan schon beigebracht. Schwache Zaubertränke, Bolzen. Dreispitz, der ist schlechter auf jeden Fall. Okay. Gut. Von der Ausrüstung her passt alles noch bei ihr. Er hat seine Axt. Damit ist er glücklich. Das Schild. Ich gehe mal hier auf Rüstung. Nein, Waffen. Das Schild. Kann das sein, dass das genau dasselbe ist? Das ist genau dasselbe. Okay, ausgerüstet passt bei ihm auch noch. Er hat seinen Stab. Benutzt ihn sowieso nicht. Gut. Niam hat einen Kurzbogen. Für sie vielleicht einen Langbogen wäre jetzt echt mal angebracht, langsam. Den Speer... Ja, können wir drin lassen, was soll's. Kann man? Nee, kann man nicht. Okay. Gut. Ich gehe jetzt, glaube ich, nochmal in die Stadt. Ich gehe jetzt nochmal kurz in die Stadt und verkaufe noch ein bisschen Krempel. Das kann ich in dieser Folge noch machen und in der nächsten Alles Folge geht's... Alles aus zweiter Hand, dafür aber billig. Ja, ja, ja. Was habt ihr anzubieten? So... Kurzbogen, Kurzbogen, Langdolch, okay, Rüstungen, Kaftan, cool, Kaftan finde ich cool, so, nichts, was ich unbedingt kaufen müsste, aber wir verkaufen jetzt ein bisschen, ich gehe mal auf Items, nee, Waffen? Den einen Kurzbogen brauchen wir nicht mehr. Der kann weg. Das Messer kann ebenfalls weg. Jagdpfeile behalten wir. Der Speer kann auch weg. Das verstärkte Holzschild weg damit. Rüstung. Stiefel weg. Weg. Dreispitz weg. Hat eigentlich... Danke. Niam einen Hut auf? Ich glaube schon, ne? Die hat diese Kapuze auch auf. Genau. Okay, nee, dann passt das. Dann ist das okay. Alles aus zwei... Ja. Was habt ihr... Ja, wissen wir. So, der Dreispitz kann auch weg. Machen wir ein bisschen Platz in der Tasche. So, Eleanors Stein, den müssen wir behalten. Knochen müssen wir behalten. Arachne müssen wir behalten. Schwacher Heiltrank behalten wir auch. Claymon behalten wir. Das sind alles Tränke, die ich jetzt erstmal behalte. Wo? Das große Buch, der behalten wir auch. Das ist ein Quest-Item. Schwacher Zaubertrank... Behalten wir. Mundbinde. Behalten wir jetzt auch mal. Proviant brauchen wir sowieso. Bronzefalle. Die geben wir jetzt mal ab.
weil ich nicht glaube, dass wir die in der nächsten Zeit brauchen. Ich glaube, wir kaufen noch ein bisschen Proviant, da wir dann nur noch... Ja, wobei, wir haben 8 Stück, ne? Wobei, Proviant kann man nie genug haben. Komm, kauf mal ein. Wundbinde. Holen wir uns auch nochmal 2. Schwacher Heiltrank, Heiltrank. 10 Gold. Also 10 Dukaten und wir sind schon wieder fast pleite. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Danke. So, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.